So eine Überraschung hätte ich dem Spiel gar nicht zugetraut. Was, dass mich die Engländer jetzt, nicht die Engländer, dass die Bananenpfeffersäcke mich jetzt nicht mehr mögen. Ich werde versuchen, keinen dieser Engländer zu verprügeln, aber... Ah, hallo, bist du nicht der Pirat, der uns das Geschenk der Niederlande gebracht hat? Du suchst wohl doch nach Arbeit. Ich arbeite für euch, aber nur, wenn ihr was im Gegenzug auch für mich tut. Hervorragend. Nach allem, was du mir erzählt hast, soll das auch genau in deinem Interesse sein. Spuck schon aus. Ganz einfach. Zette einen Krieg zwischen den Spaniern und den Franzosen. Überfalle einfach einige ihrer jeweiligen Konvois und lass es so aussehen, als ob es jeweils der andere war. Klingt doch ganz einfach. Nicht schlecht. Da haben wir doch tatsächlich einen kleinen Krieg angezettelt. Mal sehen, was unser rotberockter Freund dazu sagt. Haben die auch gezahlt, was sie versprochen haben? Ja, war sofort erledigt übrigens. Ah, ne, haben wir noch nicht. Ein Militärkonvoi der von Frankreich, zwei von Spanien. Und da ist übrigens wieder das Problem, dass... dass wir jetzt halt hier sind und ich kann halt alte Missionen nicht abbrechen. Irgendwo hier gab es auch noch mal zwei bessere Kapitäne. Gott sei Dank. Ich gebe es nur ungern zu, aber mir ist schon langsam schlecht geworden. Haben die auch gezahlt, was sie versprochen haben? So, wir machen das so wie vorher auch. Ich werde alle Verträge annehmen. Vielleicht nicht so Warenverträge, weil es ist halt immer doof. Wenn du die gerade nicht da hast. So, kauf den ganzen Grog noch ein. Ehrlich verdientes Gold sieht anders aus. Nochmal spanische Nächte erledigen. Also beziehungsweise die Sachen für die Kapitäne, die ich habe. Weil schließe ich dann auch welche von den besseren Kapitänen irgendwann bei mir an. Bei spanischen Nächte müssen wir, glaube ich, 80 Grog abliefern, um irgendeinen Freund von dem aus dem Gefängnis zu holen. Auf zu neuen Ufern oder alten, wohlbefahrenen. Ganz schön starker Wellengang heute. Ganz normal, mein Freund. Ehrlich verdientes Gold sieht anders aus.
können wir eben machen, damit wir noch weitere Städte aufdecken. Beziehungsweise Siedlungen von den Engländern. Wir müssen ja eh nach unten. Hat man eine gesehen, hat man sie alle gesehen. Solange der Rum schmeckt, kein Problem. Ich bin nicht für die Engländer um die halbe Welt gesegelt. Im Namen ihrer Majestät, niemand in der Karibik ist besser informiert als Jakob Ford. So, so. Du willst das hier also in meinem Revier. Keine Sorge, genieße etwas gesunde Konkurrenz. Sorg dafür, dass ich nicht den Fokus verliere. Das kann ich hier draußen, das kann hier draußen den Kopf kosten. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Jakob Ford, Freibeuter im Dienste der Krone, ist bereits meine 7. Fahrt unter englischer Flagge. Eine profitabler als die andere. Ich habe nicht vor, diesen Lauf wegen unnötiger Streitereien zwischen uns abreißen zu lassen. Was schlägst du da vor? Nun, wir können uns natürlich ehrenhaft morgen bei Sonnenaufgang eine Seeschlacht auf Leben und Tod liefern. Ich könnte aber auch jetzt all deine Schiffe im Hafen versenken, während deine Matrosen besoffen auf dem Tisch schlafen. Und doch tust du es nicht. Sitzt hier mit mir und redest um den heißen Brei herum. Ha, sehr schön. Ich brauche Männer, die einen kühlen Kopf bewahren können. Also, ich habe etwas Großes vor, eine Vorstellung, wie es sie noch nie gegeben hat. Und wir werden die Hauptdarsteller sein. Allein schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Es wäre ratsam, sich mir anzuschließen. Und wie stellst du das Theaterstück vor? Ach, bis erst überlass das ganz mir. Ich muss erst noch sehen, ob du auch das Zeug dafür hast. So beginn nur so viel. Es wäre ratsam, sich mit den Franzosen und Niederländern gut zu stellen. Ihr Vertrauen wird später noch wichtig sein. Ja. Ein volles Haus! Großartig! Beutebooster. Du sollst aber mit keiner Korvette fahren. Also Aufträge für England erfüllen, Kapitäne von England zu verschonen, Kaffee an Bord zu haben. Nicht genügend Tabak an Bord zu haben, Kapitäne von Frankreich zu verschonen. Ich weiß nicht genau, was sie mit dem ganzen Zeug wollen. Es nimmt nur Laderaum von wichtigeren Waren ein. Ehrlich verdientes Gold sieht anders aus. Oh. Genau danach habe ich gesucht. Können wir noch mehr davon mitnehmen? Gute Ausrüstung für gute Männer. Damit können wir arbeiten. So, du bist gut genug ausgestattet. Der Gouverneur hat nichts mehr für uns. Morgen nur tanzen. Gott sei Dank. Ich gebe es nur ungern zu, aber mir ist schon langsam schlecht geworden. Captain,
Wir stehen so gut mit den Engländern. Müssen wir bald Perücken tragen? Der mag übrigens nicht, wenn wir mit für Engländer Sachen erfüllen. Aber was soll ich machen? Moment, Grog. War ich gestern Nacht bei meiner kranken Freundin? Moment, ich soll auch Georgetown überfallen. Wo ist denn Georgetown? Da unten links. Unten rechts, das andere links. Da ist immer noch mein letzter Spielstand und der ist nicht neu. Ein Vulkan. Merkwürdige Zustände hier. Hat man eine gesehen, hat man sie alle gesehen. Solange der rumschmeckt, kein Problem. Ja, guck mal. Können wir nach Georgetown jemanden bringen und danach überfallen wir den Hafen. Wunderschönes Städtchen. Wäre ja schade, wenn das hier jemand überfallen sollte. Hier mich der Engländer haben einfach keinen Grog. Ein wunderschönes Städtchen. Wäre ja schade, wenn das hier jemand überfallen sollte. Haben wir nicht. Ich hoffe, dass mein Name später noch erwähnt wird. Ehrlich verdientes Gold sieht anders aus. Entschuldigung. So. Dann müssen wir jetzt mal wieder weg. Dann müssen wir, Gehörst du zu mir? Muss ich dich töten? Zwei Karacken, Kriegsgaleon. Alle Mann an Deck! Okay, das ist mal ein etwas nicht ausgeglichener, aber zeigen wir denen, wie es richtig geht! Die haben Power. So, erste Runde wird noch nicht passieren. Ja, Panzerbrecher, aber das sind trotzdem einige Schiffe.
Ich würde mal tippen, das sind die Kriegsgalionen hier in der Mitte. Volle Kraft voraus! Ich versuche sie relativ schnell zu dezimieren. Und dann gucken wir mal, welchen Rest wir noch übernehmen können. Ich kann es kaum erwarten! Steuerrad beschädigt, keine Drehung möglich. Verschwende nicht meine Zeit. Ruhe, England-Sympathisant. Holen wir uns diesen adligen Abschaum. Versuch dein Glück. Statten wir Ihnen einen Besuch ab! Endlich! Bin beinahe eingeschlafen! Guten Morgen, Rasputin. Nee. Die sind nicht voll geladen, lass gut sein. Der Kahn gehört uns! Zeigt ihnen, was wahrer Mut heißt!
Los, Männer! Singt, dass die ganze Welt uns hören kann! Die könnte noch was von uns lernen! Ich hoffe, du hast seit dem letzten Mal dazu gelernt. Die haben doch sowieso nichts drauf! Augen nach vorne, Männer! Wir müssen sehen, worauf wir schießen! Ich versuche einfach mal beim Entern Erfolg zu haben. Spielst du auch KSP 2? Also ich bin auf der Pressliste von denen und ich sollte auch bemustert werden vorm Release noch. Aber es, ich habe noch keinen Zeitpunkt dafür. Aber ja, ich werde KSP 2, wie ich auch KSP damals gespielt habe, definitiv spielen. Hast du Bock drauf? Nee. Spiele, wo ich mich vor 2 Jahren schon auf die Presseliste gesetzt habe und Bemusterungen, auf die habe ich am wenigsten Lust. KSP ist Kerbal Space Program. Vor denen habe ich keine Angst! Augen nach vorne, Männer! Wir müssen sehen, worauf wir schießen! Kommt schon! Die Feiglinge springen schon über Bord! Schnell, Männer, wir haben noch viel vor! Ich habe auch mal wieder KSP 1 installiert. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht einfach im Hinblick, mich wieder ein bisschen damit auseinanderzusehen. Die gehen uns so schnell nicht mehr auf den Geist. Schönes neues Schiff. Jetzt müssen wir nur noch den Gestank rausbekommen. So, ich würde gerne einmal die Wartung voranbringen. Hui. Die kriegen jetzt schon Angst. Geh weg, ich bin auch Pirat. Mann an Deck. Beim erst im Hafen sich nochmal reparieren lassen und dann sagen, ja komm, jetzt greifen wir an. Das sind die besten Piraten. Hör, ich habe gerade dein Schiff noch repariert. Nein, sie müssen ein jetzt anderes Schiff meinen. Ich kann es kaum erwarten. Das sind Sachen, die würde ich in dem Spiel, was ich entwickle, berücksichtigen. Nicht sowas wie Skyrim-Wachen. Ich habe einen Eimer auf dem Kopf. Ich kann nichts mehr sehen. Ich habe mit dem einen immer Dreck geentert. Der eine, also mein Schiff ist sehr gut im Entern, weil ich dem dann einen Bonus drauf gegeben habe. Und der Spanier, glaube ich. Ist, glaube ich, Spanier.
Aber überlebt er den echt? Ja, weil der hat auch sehr viele Enter-Buffs. Er hier. Dem Spiel wird einfach viel zu viel Nahkampf belohnt. Also macht eigentlich keinen Sinn. Du kommst einfach nicht in vernünftige Distanzpositionen. Um zu sagen, ja, es lohnt sich jetzt voll auf Fernkampf zu gehen. Klar, auf Fernkampf irgendwie Säge zerschießen und dann. Und ja, ich kusche halt auch noch, das ist richtig. Ich bin für meine Nahkampf-Hartnäckigkeit bekannt. Als Pirat. Ja, also wie gesagt, das kann man halt auch machen, ne? Auf Distanz, Säge wegmachen und dann, sag ich mal, wegsnipen, weil der Gegner dir nicht mehr nahe kommen kann, aber... Die haben doch so ich fahre halt auch gerne drauf. Nahkampf. Geht's weiter? Hab's mir gerade gemütlich gemacht. Guten Morgen, Lab Scorpion. Low-Tactics gibt's ja gar nicht. Was für ein Unsinn. Was funktioniert, funktioniert halt. Voraus. Wenn es die Leben von Matrosen schützt. Ruf ist halt noch Oldschool-Pirat und drückt die ganze Zeit die an der... Die Enter-Taste meinst du, nicht die an der Taste. Los, Männer! Singt, dass die ganze Welt uns hören kann! Für die Karte noch eigentlich zu klein für Range. Mörser sind richtig gut am Anfang, aber später, sag ich mal, wenn die Rumpfstärken ziemlich hoch gehen, sind halt diese 8 Schaden beim Mörser. Ne, sagen wir es anders. Eigentlich, was mich beim Mörser stört, ist, dass du die Animation des Beschusses nicht ausschalten kannst oder beschleunigen kannst und du dann warten musst, wie diese Kugel gefühlt 30 Sekunden lang durch die Luft fliegt, um das feindliche Schiff zu treffen.
Die Schlachtenzeit ist mir dazu kostbar. Zeigen wir denen, wie es richtig geht. Habt ihr auch alle eure Degen geschärft? Jetzt kann nichts mehr schiefgehen! Endlich! Bin beinahe eingeschlafen! Mit dem Herz am rechten Fleck war der Sieg gewiss. Ah, hast du es dir dann doch überlegt? Volle Kraft voraus! Die 100% Segelzerstörung ist richtig, also dass die mit der Karonade sofort da sind. Bin ich auch ein bisschen, wie sagt man, imber? Kommt schon, wir haben den Wind auf unserer Seite. Mächtig. Sachen können auch mächtig immer sein. Ja, endlich genug nachgedacht. Volle Kraft voraus! Wissen wir schon, was als nächstes kommt? Los, Männer! Singt, dass die ganze Welt uns hören kann! Ich glaube, ich musste zum Leuchtturm. Mach mal einen Abstecher für Waren. Hätte vielleicht nicht mit allen landen sollen. Ein Schiff hätte wohl gereicht. Vor allem wäre ich jetzt nicht im Kerker gewesen, oder nicht? Die Taverne steht noch. Was ein schöner Tag. Kommt an Bord. Euer erstes Training beginnt in 20 Minuten. Schönes neues Schiff. Jetzt müssen wir nur noch den Gestank rausbekommen. Hier ist der Wohlauf und mehr oder weniger unbescheid. Vielen Dank, Captain. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal wiedersehe. Und hat dein Kumpel auch eine Erklärung, weshalb er überhaupt gefangen wurde? Das wäre mein nächstes Anliegen. Er wurde geschnappt vom räudigsten aller Schoßhunde des Königs, General Ivans. Seamoss spuckt auf den Boden. Dem Kerl müssen wir endlich das Handwerk legen. Ihr kennt euch? Ha! Die Welt ist ein Dorf und die Karibik ist das Bordell. Er wollte mich vor all den Jahren als Kanonenfutter in der Navy verfeuern und ich bin mir sicher, er will es immer noch. Tun wir der Welt einen Gefallen und erledigen diesen Hund. Seamoss Welch ist also eigentlich Engländer, was man einfach an dem guten Zahnhygiene sieht. Beziehungsweise an der Zahnlücke. So, Evans segelt stets zwischen Santo Domingo, Santiago, Port Royal. Äußerst berechenbar, wir können ihm auflauern. Die Männer freuen sich über jede zusätzliche Dukate. Die wissen wohl nicht, mit wem sie sich hier anlegen. Die gehen uns so schnell nicht mehr auf den Geist.
Auf zu neuen Ufern. Oder alten, wohlbefahrenen. Ei, mit genug Kampfgeist mache ich euch zu den reichsten Männern Londons. Was haben wir denn zurzeit? Jedenfalls kein Schwarzpulver. Ist es jetzt schon wieder so weit, dass ich Waren aufteilen bzw. Beute aufteilen muss? Na gut, die Zeit verging wieder sehr schnell. Ja, leck mich fett, ey. Ne, tut mir leid, da warten wir halt noch ein bisschen, dann wird die Moral halt ein bisschen einfallen. Bzw. abbauen. Erst war da ganz hinten. Das war auch da hinten. Da kommen wir noch kurz vorbei für spanische Nächte. Verzieht euch, Piraten. Seht ihr, dass meine Flotte viel stärker ist als eure? Da sind ja noch mehr Piraten. Ja! Seid wachsam, Männer! Mehr. Genug Karten gespielt. Es geht los! Volle Kraft voraus! Holen wir uns diesen adligen Abschaum! Jetzt zeig ich dir mal, wie es geht! Das wäre übrigens das Beste, dass die KI nicht mehr in der Lage ist, seine Flotten zu manövrieren. Sind wir soweit? Oder wollen wir sie zu Tode langweilen? Ich sag doch, sie hätten lieber aufgeben sollen. Gnädig zu euch sein. Richtet die Augen auf das Ziel! Das war abzusehen. Wir haben noch viel zu lernen. Die wollen doch schon weglaufen! Du. Ich sag doch, sie hätten lieber aufgeben sollen. 8% Trefferchance, trotzdem versenkt. Doch. Das war abzusehen. Die haben noch viel zu lernen. Halt Turbo. Ein Sieg für die Geschichtsbücher. Schnell! Die wissen wohl nicht, mit wem sie sich hier anlegen.
Mit genug Voraussicht können wir jede Schlacht gewinnen. Wir sind eigentlich dasselbe Lager. Dämliche Piraten. Und keiner kommt und hat gedacht, gut gemacht, dass du Piraten gejagt hast. Zeigen wir denen, wie es richtig geht. Armselige Verlierer allesamt! Nee, nicht den vor dir. Volltreffer! Richtet die Augen auf das Ziel! Dann ist es wie ein Strahl hier hochschießen. Und triffst alle auf dem Weg. Und du machst dasselbe. Ich sag doch, bam, 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 bam. Sind wir soweit? Da wollen wir sie zu Tode langweilen. Habe ich schon guten Tag gesagt, Pegasus. Sorry, morgens, ich akklimatisiere noch mit meinem Körper. Mehr Bewegung! Ich denke, wir haben ihnen einen Gefallen getan. Auf Toilette muss ich auch. Warum seid ihr überrascht, dass ich jetzt schon am Zocken bin? Ich habe doch in letzter Zeit häufiger morgens gespielt. Da ich gemerkt habe, dass ihr am Wochenende auch morgens wach seid. Wer sieht denn nicht gerne morgens direkt mich? Volle Kraft voraus! An sich hatte ich lustig, an sich hatte ich schön. Kommt schon, wir haben den Wind auf unserer Seite. Alter. Eine Kacke. Das Spiel hat gar nicht angezeigt gehabt, dass wir Schaden nehmen. An der Küste. Oh, ich hab's übersehen. Na, gesungen ist das Schiff nicht. Immerhin. Zeigen wir denen, wobei ich hab genug Ersatz. Geht.
Kahn gehört uns. Kommt schon, wir haben den Wind auf unserer Seite. Furchtbare Strategie. Was bist du für ein lustiges Kerlchen? Warum fragt mich eigentlich nie jemand? Das war mein Lieblingsschiff. Ich werde den Kahn auf ewig vermissen. Der ist... Du konntest ja nicht mehr ausweichen. Der wollte außerhalb der Karte fahren. Ich kann es kaum erwarten! Mich beim Spielen einzuholen ist übrigens ganz einfach. Weil während du gespielt hast, habe ich Dead Space durchgespielt und Deliver Us Mars. Und habe da einfach 30 Stunden verschwendet. Investiert. Ich kann es kaum erwarten! Ein weiteres Schiff fürs Regal. Das alles an nur einem Tag Arbeit. Kommt an Bord! Euer erstes Training beginnt in 20 Minuten. Ein prächtiger Kahn. Den würde ich nur dem besten Kapitän anvertrauen. Hat man eine gesehen, hat man sie alle gesehen. Solange der Rum schmeckt, kein Problem. Passt ihr denn zu wenig auf ihre Sachen auf? Bin ich finanziell wohl am Ende. Städte von England plündern. Geteilte Freude, 5 XP.
weiß, warum ich so viel jetzt ausgeben musste, weil ich ja... Apropos Mars, wann kam Plan B Terraforming? Wie Plan B Terraforming? Also ich kann mich erinnern, dass wir Plan B auf jeden Fall gezeigt haben. Weil ich so viel, wie heißt es? Was will ich sagen? Weiß ich schon nicht mehr. Scheiße. Danke, Gehirn, für nichts. Ach, Leute. Mit wem sie sich hier anlegen. Und sowas nennt sich heutzutage Seemann. Und warum ich so viel Geld ausgegeben habe. Ach, irgendwie habe ich jetzt total den Faden verloren. Ich werde jetzt erstmal auf Toilette gehen. Dann werden wir nochmal 45 Minuten hier rein investieren. Danach werden wir, weiß ich gar nicht. Ich wollte auf jeden Fall morgen noch was spielen. Die örtlichen Spezialitäten sind köstlich. Ich gehe mir einen Rum holen. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Wir mussten so viel Beute aufteilen, weil aufgrund der Begleitschiffe, die ich habe, die haben ja auch Mannschaften. Und das kostet halt richtig. Die Männer freuen sich über jede zusätzliche Dukate. Ei, zähl lieber nochmal nach, ob die Dukaten stimmen. Ich hätte erst Schiffe verkaufen sollen und dann Beute aufteilen. Weil die Mannschaft dann, sage ich mal, entlassen wird, die auf den Schiffen gedient hat. Cool.